Herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Auf meinem Kanal finden Sie vielfältige Themen. Und zwar bin ich Unternehmer und ich bin gleichzeitig Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Und ich habe in der Automobilindustrie Jahrzehnte gearbeitet, sodass ich über die aktuellen Themen in unserer Gesellschaft eine ganze Menge mit beitragen kann. Seit 2013 fahre ich Tesla, voll elektrischen Tesla, mit wachsender Begeisterung und berichte hier auf diesem Kanal über meine Erfahrung damit. Da gibt es Gedanken dazu, Analysen, Berechnungen, aber auch Roadmovies vom Nordkap bis nach Afrika. Zahlreiche Tests, Hintergrundanalysen und so weiter. Ich spreche auch über die E-Mobilität als Ganzes und warum sie einen unausweichlichen Siegeszug haben wird. Das liegt nämlich nicht an politischer Unterstützung oder Störfeuer wie aus Berlin. Nein, es liegt daran, weil sie physikalisch und vor allem wirtschaftlich auf viel günstigerem Fundament steht als unsere Verbrennerindustrie. Es wird wenige Jahre dauern, dann werden Elektroautos billiger sein und das weise ich hier an zahlreichen Punkten, an zahlreichen Analysen nach. Wer vorne mit dabei ist, weiß das und lässt sich dann nicht mehr über den Tisch ziehen. Als Ingenieur bin ich von Natur aus ein Ressourcenschoner. Das heißt, ich versuche mit geringstmöglichen Mitteln und Einsätzen Energieaufwand meine Ziele zu erreichen. Aber beim CO2, da habe ich so meine eigenen Meinungen und die widersprechen im Großen dem staatlich verordneten Glauben. Dennoch gehe ich mit meinen gesamten Äußerungen und Dingen so mit 80% konform mit dem CO2-Glauben. Tja, also hier können Sie ganz schön Diskussionen erwarten. Wie gesagt, ich bin studierter Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, habe mein Diplom an der Technischen Universität in München gemacht und bin und war immer an der technischen Neuerung, der technischen vordersten Front mit dabei. Sei es beim Auto, sei es bei den Computersystemen im eigenen Unternehmen, aber auch im privaten Umfeld mit meinem Hightech-Haus, über das ich berichte, mit Photovoltaikanlage, mit Hauskraftwerk, Hausbatterie und Wärmepumpe als einem der modernsten Energieträger. Meine ingenieurtechnische Laufbahn fand in den ersten Jahrzehnten in der Automobilindustrie statt. Tja, warum? Weil unser Staat mit seiner Zukunftsfeindlichkeit, mit seinem extremen Rotkonservativismus hier diese modernsten Neuerungen der Technik vom Innersten heraus ablehnt. Und wenn sie was tun, dann verschwenden sie Milliarden, was nicht zum einzelnen Bürger führt, sondern nur für einige staatliche Forschungseinrichtungen hier ein paar Doktorhüte aufsetzt. Ich habe in der Luft- und Raumfahrttechnikindustrie deshalb leider nie gearbeitet, habe aber immer mein Interesse darin gepflegt und gefördert und mich da dran gehalten. Und deswegen bin ich bei SpaceX hoch interessiert und berichte hier regelmäßig über deren Erfolge und vor allem über deren Strategien und Hintergründe und warum dieses Unternehmen gerade den kommerziellen Satellitenstartmarkt völlig vereinnahmt hat und binnen 2019, spätestens 2020 hier zum Monopolisten werden wird. Science-Fiction-Bücher lese ich auch sehr, sehr gerne, habe schon ein paar hundert hinter mir in meinem ganzen Leben und ich gebe auch gerne von Neuerscheinungen hier Buchbesprechungen. Nach der Arbeit in der Automobilindustrie, sie endete damals beim weltgrößten IT-Outsourcer als IT-Outsourcing-Manager in der Fertigungsindustrie, habe ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich arbeitete selbstständig für die Automobilindustrie. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Form der Selbstausbeutung nicht etwas ist. Also ein Selbstständiger arbeitet selbstständig und ein Unternehmer unternimmt was. Damit wurde ich Unternehmer, gründete mein Unternehmen, beziehungsweise wir von der Familie her gründeten unser Unternehmen. Und ich wechselte dann nach dieser Leidensphase in der Automobilindustrie dann ins eigene Unternehmen. Und das ist ein Whisky-Versandhandel an den privaten Endkunden. Wir versenden Premium-Whiskys an den privaten Endkunden und das in guten Zeiten bis zu 3000 Pakete pro Tag. Also wir haben schon was erreicht und vermutlich sind wir der führenden, wenn nicht einer der führenden Whisky-Versandhändler hier in unserem Land. Als Unternehmer reflektiere ich
auf meinem Kanal so ziemlich alles, was die Politik uns einen Knüppel zwischen die Beine wirft. Ne? Es gibt null Dinge, die für uns positiv sind, sondern jedes Gesetz, jede Verordnung, die uns trifft, sind Verbotsgesetze, Verbotsverordnungen, die uns Klein- und Mittelunternehmer hindern. Dagegen schützen sie die Großkonzerne, mit denen ich lange genug zu tun hatte, die voll von Bullshit-Jobs sind, die Geld verbrennen ohne Ende und vor allem im seltensten Fall bei uns Steuern bezahlen, sondern das global irgendwohin abführen. Ja, und Klein- und Mittelbetriebe sollen doch bitte die Steuern bezahlen. Ganz besonders machen mir also Rot-Rot-Grün zu schaffen mit ihrem Hang zum Kommunismus, mit ihrem Hang zu allen Verboten. Aber auch die Schwarzen und die Blauen sind überhaupt nicht mein Fall, weil sie viel zu konservativ, viel zu rückwärtsgewandt sind. Ich bin dagegen ein Freier mit Hang zum Libertären. Ja, wer das nicht weiß, habe ich auch Videos schon drüber gedreht. Ich gehöre aber nicht zu den speziellen Anarcho-Kapitalisten, die einen ganz anderen Staat wollen. Ich bin kein Revolutionär. Ich bin ein Evolutionär, der sich ja in bestehenden Systemen weiterentwickeln möchte und für solche anarcho-kapitalistischen Gedanken freie Städte, vollkommen freie Gesellschaften ohne Staat, dafür bin ich dann doch etwas zu normal, auch wenn man mir hier manchmal die Normalität ein bisschen abspricht. Unsere Medien sind eine Katastrophe ohne Ende. Unsere Gesellschaft ist auf einem der schlechtesten Wege seit Jahrzehnten hin in den Sozialismus 2.0. Ja, Sozialismus ist immer Kommunismus light. Unsere Bürger haben das geringste Vermögen in der Eurozone. Das muss man sich vorstellen. Wir haben eines der höchsten Bruttoinlandsprodukte in der Eurozone, haben aber als private Bürger eines der geringsten Vermögen bei uns in der Eurozone, wenn nicht gar das geringste sogar. Griechen, Italiener, Spanier besitzen im Median, also die Hälfte der Griechen besitzt das Drei- oder Vierfache an Vermögen von den Deutschen. Die Deutschen wohnen zur Miete, das Auto ist geleast, die Wohnungseinrichtung ist schon ein bisschen älter, ja, Anspruch auf die Lebensversicherung nicht mehr so wirklich hoch. Also wir haben so gut wie nichts im Vergleich zu anderen Ländern. 43% unserer Bürger besitzen nur Immobilieneigentum. Unsere Vermögen sind wirklich lau. Und das prangere ich hier immer sehr, sehr gerne an. Und unsere Politik versucht uns also hier zu, ja, ideologisch verblendeten Mitläufern zu machen, willenlos und vor allem zu sklavischen Arbeitern, die nur für höhere Ziele arbeiten. Ne? Das staatliche Propagandafernsehen, so nenne ich das immer, das gebührenfinanzierte, angeblich öffentlich-rechtliche, freie Fernsehen, was politisch hochgradig sowohl auf Intendantenpositionen als auch in den Rundfunkräten besetzt ist, vom Bundesverfassungsgericht schon verurteilt, dass sich was ändern sollte, was, wenn überhaupt, nur sehr langsam und zäh und widerwillig passiert. All diese Medien, seien es die öffentlich-rechtlichen, seien es die sogenannten Qualitätsmedien, die ja jetzt mit dem Spiegel-Skandal um einen Social-Fantasy-Schreiber ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, sind in einem gewaltigen Sturzflug. Und ja, die Politik versucht, ja, mit ihren Gesetzen und Verordnungen, hübsch herlobbyiert von diesen entsprechenden Gruppierungen, diese Medien in der Luft zu halten. Kollateralschäden wie der Artikel 13 der Europäischen Urheberrechtsverordnung eingeschlossen. Aber ich bin Unternehmer, der für seine Mitarbeiter und für sein Unternehmen einen gangbaren Weg in diesem Paragraphendschungel sucht. Ne? Ich bin, wie gesagt, kein Revolutionär. Ich denke vielmehr an das Machbare. Man muss die Grenzen dieser Verordnungen und Gesetze kennen. Man muss die Grenzen unseres Systems kennen, damit man sich ordentlich in ihnen verhalten kann, navigieren kann und um seinen eigenen Vorteil bemüht sein kann. Ich möchte Ihnen mit meinen Videos Mittel und Wege aufzeigen, wie Sie persönlich in unserer Gesellschaft und Wirtschaft modern bleiben und dabei zu mehr Wohlstand kommen können. Ich freue mich hier auf zahlreiche Zuseher. Ich freue mich auch sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.